Servus, da ist die Monika Gruber, heute ist der große Tag, 10. Juni in Erding, unsere kleine Saturday for Future Kundgebung, weil wir demonstrieren am Samstag, wir müssen am Freitag arbeiten, okay? Stopp die Heizideologie, und es wird spannend, es wird sauheiß. Ich hoffe, dass alles gut ausgeht, dass alles friedlich ausgeht, und ja, das ist eigentlich alles, was ich mir so wünsche, und der Rest, den hat man eh nicht in der Hand. Ich habe irgendeine Rede geschrieben, ob ich das dann sagen werde, was ich da aufgeschrieben habe, weiß ich noch nicht, aber wirklich mein allererste Demo in meinem Leben, spannend. Wieso bist du heute da? Ja, dass wir mal zusammenstehen und dass wir einfach wieder einen Zusammenhalt von der Bevölkerung bekommen. Wahrscheinlich aus dem Grund, wo 10.000 andere auch kommen, weil wir ganz einfach mit der Politik einfach nicht mehr zufrieden sind. Wie wir schon gesagt haben, also dass halt eigentlich die ganze Politik uns jetzt irgendwo schon ein bisschen stinkt. Was wird das so eher für Stimmung werden? Ich denke, das wird der Mittelstand von uns sein. Gehe ich jetzt mal davon aus, das ist meine erste Demo, muss ich jetzt einmal dazu sagen. Und wir sind eben einfach der Meinung, wir müssen jetzt aufstehen. Ich bin bewusst, dass man herkommt, eben, dass man seinen Unmut irgendwo zeigt oder so, dass sich möglichst viele Leute versammeln, weil ich bin durch und durch Demokrat, ich bin auch in einem Gemeinderat bin ich drin. Ja, ich bin da, weil was bei uns mittlerweile im Land abgeht, das gefällt mir nicht mehr. Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Demo, weder für irgendwas noch dagegen, aber jetzt langt es einfach. Und ich bin auch wie der Manfred Ersttäter, war auch noch nie auf einer Demo oder sonst irgendwas. Auch weder dafür noch dagegen. Habe extra meinen Motorradurlaub abgesagt, weil ich gesagt habe, das ist meine Pflicht, weil wenn ich was organisieren darf, da keiner kommen. Und so macht es Monika Gruber. Und habe ich gesagt, das sage ich schon seit Wochen und Monaten zu meiner Frau, wenn da gerade da jemand aufsteht, dann bin ich sofort dabei. Und jetzt habe ich den Motorradurlaub absagen müssen. Und das ist mir wert, definitiv. Und bist du aufgeregt? Ja. Okay, bis gleich. Wo ja nicht lange, wir können nicht lange reden. Ich habe jetzt vorher mit ein paar schon geredet und relativ viel sagen, das ist meine erste Demo. Wie ist das bei euch heute? Das ist ganz genauso. Ist das ganz 55 habe ich werden müssen, dass ich auf die erste Demo gehe. Ja, dass ein Zeichen ausgeht an die Bundesregierung, dass die sehen, dass der normale Mensch den Spahn nicht mehr mitmacht. Naja, gut, wir sind da, weil das ein wichtiges Zusammentreffen ist, und ich bin froh, dass jetzt schon um 8:45 so viele Leute da sind, obwohl es erst um 10 anfängt. Und ich finde halt generell, dass man sich alles vorschreiben lassen muss, das kann jetzt alles eigentlich nicht so sein. Das ist deine ganze Family, oder? Genau, das ist meine Tochter, Bianca, das ist mein Werner, eine langjährige Freundin, Eva. Und der Reinhard aus dem Ösiland. Weil einfach viel nicht mehr passt bei uns da. Man sieht es ja, wie viele Leute das da sind. Der Deutsche ist ja eigentlich eh nicht so, der auf die Straße geht. Aber wenn dann einmal so viele da sind, dann glaube ich, ist halt einiges da, was nicht passt bei uns. Ja, mei, was erwartet, dass endlich einmal hinkriegen unsere Politiker. Du. Das geht einfach nicht mehr. Die sagen viele richtige Sachen. Die sagen ganz, es macht keiner alles richtig. Aber was die machen mit uns, das stellen uns ja hin, wie wenn wir hirnlos waren. So geht's doch nicht. Das denken ja alle, mit denen, wo wir jetzt so beieinander haben, die denken eigentlich alle gleich. Und darum kann es nicht sein, dass die Politiker alle anders reden. Die haben einfach die Basis verloren zum Bürger. Gut, wir schauen uns jetzt einfach den Verlauf an, sind mit Kräften vor Ort, betreuen das Ganze und gehen auch da nicht davon aus, dass es heute zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt. Wir haben jetzt hier mit einigen Leuten gesprochen. Viele sagen, es ist ihre erste Demonstration überhaupt, und es hat jetzt gerade den Anstoß von der Frau Gruber braucht, dass wir da herkommen. Wie ist Ihr Verhältnis zu der Monika Gruber? Ja, vielleicht sind Kabarettisten wirklich die besten Politiker, und in diesem Fall wirklich auch ein Ventil für die Öffentlichkeit, wo vielleicht die Politik noch nicht richtig die Herangehensweise gefunden hat. Die bürgerliche Mitte demonstriert ja nicht so gerne, das war bisher eher das Privileg der Linken und Rechten. Ein Bürgerlicher geht nicht gerne dorthin, wo dann die Polizei außen rum steht und so weiter. Aber ich glaube, wenn wir uns jetzt hier breit bürgerlich mittig aufstellen, dann weiß man, man ist in der richtigen Gesellschaft, und die Moni hat hier den Anstoß gegeben. Großer Dank dafür. Sie hat hier Großartiges geleistet und vielleicht den Stein ins Rollen gebracht, dass dieser Unsinn aus Berlin gestoppt wird. Zu dieser Versammlung, zu der ich Sie herzlich begrüßen möchte. Liebe Monika, du hast den Zug auf Volldampf gebracht. bitte aufeinander. Das muss diese Veranstaltung auszeichnen. Und insofern freue ich mich nunmehr auf die Worte von Monika Gruber, die zu diesen Initiatoren letztendlich zählt. Servus beieinander! Ja, da ist die Gruberin. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Kundgebung. Meine Lieben, da sieht man mal, was ein einziger Mensch bewegen kann. Ein einziger Mensch steht mit einem Schüttel vom Rathaus und traut sich das und heizt an, ich weiß nicht, ein paar Tausend da, wir schätzen so circa 6.000, 8.000. Das ist einfach geil, oder? Das ist einfach geil. Ich finde es so. Ursprünglich wollten der Franz und ich eine unpolitische Veranstaltung. Und dann sind wir da schon geschimpft worden. Ja? Wir sind geschimpft worden, weil wir eine Demo machen jetzt. Schimpft, weil Politiker da sind, aber ich sage Leute, sind wir zumindest froh, dass wir in Bayern noch Politiker haben, die uns zumindest noch zuhören. Wir sind keine Klimawandelleugner. Warum sollten wir dagegen sein? Wir leben da, meine Familie lebt seit zig Generationen da. Das ist meine Heimat. Ich möchte bewahren für meine Neffen und Nichten, ihr wahrscheinlich, für eure Kinder und für eure Enkelkinder. Und deshalb fordern wir eine Klimapolitik mit Vernunft, Besonnenheit und Transparenz. Wir sind ja alle füreinander, miteinander. Wir schaffen das nur gemeinsam, auch wenn einer eine andere Position hat. Es sind noch andere Demos angemeldet, da hinten ist die AfD, da ist irgendeine grüne Demo, sehr lustig mit dem Titel Gruber bleibt bei deinen Leisten. Nett? Ja. Sind wir froh, dass wir noch Politiker haben, die uns zuhören. Und deshalb einen Applaus für unseren Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder. Ich bin da, um mich klar zu bekennen, zum Mittelstand, zur Landwirtschaft, zu Handwerk, zu Waldbesitz und zu Rentnern, zu denen, die hart arbeiten, um unser Land zu stärken. Das ist die entscheidende Klientel. Und ich sage es zusammenfassend, ja zum Klimaschutz, aber nein zu diesem ideologisch grünen Heizgesetz. Herzlichen Dank, alles Gute, Gott schütze Bayern. Dankeschön. Als nächstes bitte ans Mikrofon den Präsidenten vom Bayerischen Bauernverband, Günther Felßner. Es sind ja viele Bauern da und Bäuerinnen. Wir werden euch in Zukunft in Bayern nicht nur ernähren als Bauern und Waldbesitzer, wir werden euch auch mit regenerativen Energien versorgen. Alles, was Plastik ist, ist genauso schwierig fürs Klima. Und wir werden unsere Ressourcen, unsere Fläche, unser Wasser und unsere Luft schützen. Und das wird die bürgerliche Mitte tun und nicht irgendwelche Ideologen. Und wir sehen uns wieder auf einer größeren Veranstaltung. Es kann nur der Anfang gewesen sein. Wir müssen die ideologiegetriebene Politik beenden und mit der Mitte der Gesellschaft die Zukunft bauen, meine Damen und Herren. Sepp Ziegler ist der Präsident vom Waldbesitzerverband vom Bayerischen. Sepp. Seit Beginn der Menschheit dient Biomasse zur Energieversorgung. Unser Holz ist aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Es wird nur so viel CO2 bei der Verbrennung freigesetzt, wie gleichzeitig der Wald wieder aufnehmen kann. Holz ist damit die älteste Form der erneuerbaren Energie. Und jetzt behaupten einige Umweltlobbyisten das Gegenteil und haben Erfolg damit. Diese Verdummungskampagne hat jetzt auch die Politik erreicht. So hat zum Beispiel letzten Juli letzten Jahres der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments beschlossen, dass der nachwachsende Rohstoff Holz nicht erneuerbar ist. Also der nachwachsende Rohstoff ist nicht erneuerbar. Und zwar ist der Andi Gassner da, der ist Obermeister der Metzgerinnung in München. Und ich wünsche mir, und das ist meine Bitte, und deswegen glaube ich, sind wir alle da. Wir wünschen uns eine Führung mit Herz und Verstand, mit einem gesunden Menschenverstand. Danke, danke, dass du da warst. Die Teuerung mit dem ganzen Krampf ist so viel dazugekommen, dass wir halt einfach jetzt gesagt haben, wir schmeißen wir das Handtuch. Ich habe mich anstellen lassen, weil es einfach nichts anderes mehr hilft. Aber irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass vielen von euch auch so geht, dass es einfach nicht mehr kennt. Handtuch, wer ist heute zum allerersten Mal in seinem Leben auf einer Demo? Wahnsinn! Das sind ja 90%. Ja, hier sind tausende Leute zusammengekommen. Leute, die heute mit Sicherheit was Besseres zu tun hätten, als den Berlinern zu sagen, was falsch machen. Liebe Monika Gruber, du bist unsere Heldin von Erding und von ganz Bayern. Und du wirst die Heldin. Lasst heute den Buckel runter, zu sehen, wie viele normale Leute auf diesem Volksfestplatz versammelt sind, um dieses Thema nach draußen zu tragen. Wir schaffen das nur miteinander. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir helfen alle zusammen. Jawohl. Danke für dieses Ausharren. Schieders, Zarting, Dobatz. Und ich hoffe, dass dieser Schwung in die Republik hinausgeht. Herzlichen Dank. Alles Gute. Das ist der Rest von der Demo. Lauter liebe, friedliche Leute. Die bürgerliche Mitte war halt da. Und ich bin erleichtert. Bis jetzt ist alles gut gelaufen. War super. Und ja, ich bin einfach nur erleichtert.